lokalisiert, wir haben sie. Ja, dann werden wir dich mal schön runterfahren. Entschuldigung. Ach du Scheiße. Reagiert ja noch. Sowohl verbal als auch motorisch. Na, dich werden wir mal schön quick and dirty in den Energiesparmodus fahren. Hallo? Sorry, Milady, ging beim besten Willen nicht schneller. Sie sehen ja lauter Troubles heute. Sie sind der User? Die KI läuft über Ihren Account. Wie bitte? Emma@emma.com. Wer sind Sie? Warum kommen Sie einfach so in meine Wohnung? Die Tür stand offen. Ja. Hat die Zentrale sich noch nicht bei Ihnen gemeldet? Keine Info, nichts, nada, niente, nicevo. Mann, das ist doch immer dasselbe! Da ist die ganze Welt vernetzt und ich check nicht mal eine kleine simple SMS. Sekunde bitte. Ronny, mach mal den Reminder. Info an Administrator negativ. Ich weiß auch nicht, why not, ist einfach so. Es tut uns wirklich leid, dass wir Ihnen Unannehmlichkeiten bereitet haben, Milady, aber Sie wissen ja, partnerbook.com sagt sorry. Sorry for this piece of shit. Was macht er denn da? Warum starrt er mich denn so an? Partnerbook.com. Ronny, wir haben hier einen ziemlich harten Burschen bei uns, der lässt sich nicht runterfahren. Ich versuche sie mal zu hacken. Wahrscheinlich Virus in the Database. Aber wenn Sie wollen, können wir gleich eine Schadensmeldung machen. Komm, aber mal. Ich glaube, hier liegt ein Missverständnis vor. Ha, Missverständnis. Das ist doch einer unserer laufenden Serienmodelle. KI-Prototyp, Sekunde. Emma, hier, das ist nicht heiß, ich hätte den Schlüssel nicht zurück. Oliver 2.0, steht hier. Hallo. Ja. Hallo. Guten Tag. Ach du Scheiße. Da habe ich jetzt wohl die KIs verwechselt. Ja, die Dinge sind wirklich nicht mehr voneinander zu unterscheiden. Sorry for that. Ich habe mich schon gewundert, warum die sich so schwer runterfahren lässt. Wer ist das? Gut, dann fangen wir das Ganze nochmal von vorne bei dir an, meine Kleine. Was bist denn du für ein Vogel? Die werden immer frecher. Früher haben die im Haushalt geholfen, aber diese 2.0er-Serie hier, die stellt Dinge an, ich sag nur holy crazy shit. Wo haben Sie den denn rausgelassen? Habt ihr das gehört? Täuschend echt. Wir sind den Menschen immer ähnlicher. Ja, da geht die Entwicklung rasend voran. Neulich, da hatte ich sogar einen, der zu echten Emotionen fähig war. Echt? Sag mal, spinnt der? Ohne Scheiß, die hatte sowas wie Gefühle. Die mutieren ohne Ende. Die überschreiben sogar ihre eigenen Programme. Ja, ist ja gut, okay? Ronny, die KI hier, die reagiert auf nichts. Keine Reaktion. Weder auf Hack, noch Patch, noch Quick, noch Dirty. Alles klar, ich versuche mich mal an der Hardware. Hey, fass mich nicht an, okay? Ronny, die KI hier, die scheint zunehmend aggressiver zu werden. Ich bräuchte aus der Zentrale mal einen Tipp, was ich tun soll. Hast du dir einen Computerfuzzi gehandelt? Nein, das ist keine der üblichen Virusreaktionen. Ja, ich mach mich an die Hardware ran. Ich hab dir gesagt, du sollst nicht... Ja! Zur Verfügung. Die wollen ihn in die Tonne hauen. Ja, die gleich hinterher, Muckelchen. Die wollen ihn umbringen. Ronny, was mache ich jetzt hier mit dieser zweiten KI? Wir müssen was unternehmen, Emma, sofort. Ich glaube nicht, dass die eine von uns ist. Also, ziemlich miese Optik, schlechte Verarbeitung. Sieht aus wie chinesische Billigware. Wie bitte? Hat er gerade chinesische Billigware zu mir gesagt? Okay, ich check mal die eine KI und kümmere mich später hier um diesen Plastikkübel. Plastikkübel? Was für ein Plastikkübel? So, Mutti, hier noch ein Wort, noch eine Bewegung und du landest genauso im Ruhezustand. Haben wir uns verstanden?
wollen wir mal. Meine Fresse, sind die schwer. Dabei sagen die einem, dass sie immer leichter werden. Milady, ich habe jetzt wirklich keine Zeit mehr, mich zu verplaudern. Ich muss jetzt ab ins Werk. Die KI hier ab in die Schrottpresse hauen. Wie bitte? Das war nur ein kleiner Scherz. Ich meine natürlich ab zum TÜV. So, und wegen der Schadensmeldung und wegen diesen zweiten Mutanten hier, da melde ich mich bei Ihnen so schnell wie möglich zurück. Die sind ja wirklich putzig, diese kleinen Tamagotchis aus Fernost. Sie kommen zurecht? Ja. Ja, ich komme zurecht. Schön. Dann auf Wiedersehen. Und du, Muckelchen, immer schön den Ball flach halten. I like Chinese. They only go up to my knees. They're so easy to